Hallo Leute, also ihr habt mir heute echt den Tag verschönert, vielen Dank, ihr seid die beste Community. Als ich euch vorhin in dem Video erzählt habe, dass YouTube wieder willkürlich meine Videos sperrt wegen absoluten Lächerlichkeiten und darum gebeten habe, dass ihr den Like-Button mal ein bisschen streichelt, habt ihr den absolut zerstört. Also 95 Likes auf 295 Aufrufe ist schon ein sehr starkes Zeichen von der Community, vielen Dank Leute. Also, komischer Random-Typ, der hier irgendwelche Beschränkungen von YouTube willkürlich verteilt. Ich würde gern mal mit einem Vorgesetzten sprechen. Okay, also, schon wieder ein neuer Glitch am Start, damit könnt ihr dann unendlich schießen. Okay, für den Glitch braucht ihr ein bisschen Timing. Auf dem PC ist relativ einfach, aber ich glaube auf der PlayStation und Xbox habt ihr es ein bisschen schwierig. Der Glitch geht nur in Solo-Games, weil ihr da nur speichern könnt. Okay, passt auf, ich habe hier ein Kaugummi gratis feuer und werft den mir ein. Sobald ihr dann seht, dass die Kaugummiblase lila im Screen erscheint, müsst ihr sofort Start drücken und das Spiel speichern. Vielen Dank an meinen Videosponsor U4Jam. U4Jam ist der beste Game-Boosting-Service auf dem Markt. Wenn ihr Hilfe beim Tarnungsgrind oder sonstigen Sachen in Black Ops 6 braucht, dann schaut bei U4Jam vorbei. Benutzt den Code Jay, damit erhaltet ihr 5% Rabatt. Und U4Jam hat eine exzellente Bewertung auf Trustpilot, da könnt ihr sicher sein, dass ihr euer Zeug auch erhaltet. Den Link zu U4Jam findet ihr in der Beschreibung. Okay, jetzt ladet ihr einfach ganz normal den Spielstand, dass ihr wieder ins Spiel kommt. Okay, wenn ihr wieder ins Spiel connectet, dann seht ihr, dass euer Gratisfeuer-Kaugummi noch aktiv ist. So, jetzt seht ihr, dass euer Gratisfeuer-Kaugummi langsam runterläuft. So, und jetzt ist das Timing echt entscheidend. Wenn ihr seht, dass der Kaugummi fast abgelaufen ist, so 1-2 mm davor, dann müsst ihr sofort Start drücken. Und auf der Tastatur ist es die 4, um den Kaugummi auszuwählen. Das müsst ihr die ganze Zeit hin und her spammen. Also die ganze Zeit Escape-Taste und 4, Escape-Taste und 4. Ihr müsst euch den neuen Kaugummi sofort einwerfen, wenn der alte aufhört. Wenn ihr das richtig macht, dann sieht es so aus und ihr bekommt einen neuen unendlichen Kreis da unten, aber mit keinem Kaugummi-Symbol drin. Deswegen ist es auf einer Tastatur relativ einfach, weil ihr so das Timing mit der 4 und Escape relativ gut trefft. Auf der PlayStation stelle ich es mir zum Beispiel ein bisschen schwerer vor, aber es ist möglich. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es auf der PlayStation oder Xbox ausschafft. Ihr lasst dann einfach den kleinen weißen Kreis auslaufen und dann habt ihr für das restliche Spiel unendlich Feuern. Okay, ich habe gerade eben noch ein bisschen rumexperimentiert, weil ich das mit drei Kaugummis gleichzeitig probieren wollte. So wie ich weiß, muss man dann alle drei Kaugummis aktivieren und sobald man den dritten Kaugummi wirft und die Blase zu sehen ist, muss man speichern. Ich habe dann verrafft, dass bei meinem dritten Kaugummi Zeitgeschenk gar keine Kaugummiblase kommt und habe dann einfach so abgespeichert. Als ich dann den Spielstand geladen habe und wieder rein bin, habe ich gesehen, dass alle Kaugummis noch aktiv sind. Also ist es anscheinend egal, wann man abspeichert, Hauptsache die Kaugummis sind aktiv. Ihr müsst aber, um den Kaugummi unendlich zu haben, wie gesagt, sofort einen wieder reinwerfen, wenn sich der alte deaktiviert. Deswegen ist es auf einer Tastatur sehr viel einfacher, weil ihr hier einfach die Taste drücken könnt und den Kaugummi damit sofort nehmt. Aber wie gesagt, ist auch auf der PlayStation möglich, aber da müsst ihr echt schnell sein. Also, ich zeig's euch nochmal, ich habe hier wieder gewartet, bis mein Gratisfeuer abläuft. Weil der Kaugummi auf der 5 auf der Tastatur belegt ist, habe ich dann jetzt abwechselnd Escape und 5 einfach gespammt. So, jetzt habe ich exakt zu dem Zeitpunkt, wo der Kaugummi ausgelaufen ist, den neuen Kaugummi nachgeworfen. Ihr seht, ich habe wieder einen Kreis mit nichts drin, lasst den einfach leer laufen, damit hat es funktioniert. Okay, also, wenn ihr noch die Werfer zum Beispiel leveln müsst, dann kann ich euch das nur empfehlen, aber es ist echt schwierig, das richtige Timing zu treffen, wenn ihr nicht an der Tastatur seid. Alles klar, wenn es euch geholfen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da, haut rein, peace.